Schatzsuche, Tag 9. Zweimal noch sind Martin Seidler und Birgit Steinbusch von SWR 1 Rheinland-Pfalz auf dem Rhein unterwegs. Sie bringen Keller und Dachböden auf Vordermann, machen klar Schiff, auch um den einen oder anderen Schatz zu entdecken. Fundstücke, die Sie dann, liebe Zuschauer, im Internet ersteigern können und damit doppelt Gutes tun. Einmal für sich selbst und zum anderen für die Kinderhilfsaktion Herzenssache. Denn zugunsten von Herzenssache kommt ja alles unter den Hammer. Heute Morgen hat unser Schiff Niederwerth angefahren, die einzige bewohnte Flussinsel Deutschlands. Offiziell ist Niederwerth ein Stadtteil von Koblenz. Hallo Martin, grüß dich. Wie hast du denn heute den Tag auf der Insel erlebt? Also erstmal ahoi Holger, du hast es angedeutet, wir läuten heute die vorletzte Runde unserer Aktion Klar Schiff ein. Und heute machen wir wirklich unserem Namen der Aktion alle Ehre. Denn es war, auch was die Schätze angeht, heute ein extrem maritimer Tag, wie es sich halt für eine gute Schatzinsel gehört. Und das sind unsere Schätze, die wir heute gefunden haben. Niederwerth ist, glaube ich, komplett versammelt und auch gleich, um hier mitzukriegen, ja, was wir hier heute geborgen haben in den Kellern von Niederwerth. Wir haben den Ort heute auch kennengelernt und es war auf jeden Fall ein sportlicher Empfang heute. Mit dem Auftritt der River Pearl Cheerleaders. Und auch wir haben dann Gas gegeben, um vom Bürgermeister schnell etwas über Niederwerth zu erfahren. Die St. Georgskirche ist unser ganzer Stolz. Diese Kirche ist auch einer der schönsten Sakralbauten am ganzen Mittelrhein. 1400 Menschen leben auf der Rheininsel. Über 25 haben wir uns besonders gefreut heute Morgen. Ja, und viele Keller und Speicher so froh. Hallo, hallo. Findet verborgene Schätze mal so. Hallo, hallo. Vielen Dank. Hier geht's. Jetzt ist leider Schluss mit lustig. Ich hol heute auf. Aber ich würde sagen, nach dem tollen Lied wird der Rest heute auch ein Kinderspiel. Unsere Helfer, los! Übrigens ein eigen komponiertes Lied vom Niederwerder Kindergarten. Also dafür nochmal große Gratulation. Und jetzt möchte ich Ihnen den Pegelstand der Versteigerung von unserer Aktion Klar Schiff verkünden. Bis vor wenigen Minuten lagen wir bei insgesamt 1450 Euro mit Ihren Geboten. Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön und ein Applaus hier aus Niederwerth, oder? Und wir hoffen natürlich, dass noch jede Menge mehr Euros dazukommen, auch aufgrund der Schätze, die wir heute hier auf Niederwerth geborgen haben. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, für meinen Schatz musste ich ganz schön lange suchen. 1952, das haut mir Herr Merkel um die Ohren. Schönen guten Tag, hallo. Also die Garagen hier einfach tipptopp, nichts aufzuräumen. Ach, schon wieder eine offene Garage, aber diesmal putzt einer. Mal gucken, ob wir helfen können. Hallo, schönen guten Tag. Können wir bei Ihnen ein bisschen Klar Schiff machen? Ach, meine Werkstatt könnte was gebrauchen. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr loslegen. Das sieht nicht schlecht aus. Da kann man von Ordnung sprechen, die wir brauchen. Ja. Würden wir gerne machen, brauchen wir noch einen Schatz. An Ihrem Schatz putzen Sie gerade? Ja. Und den geben Sie nicht her, oder? Leider unverkäuflich. Das kann ich mir vorstellen. Ich hätte schon ein paar Sachen, aber zum Beispiel hier oben das Modellschiff. Also Modellschiff ist nicht schlecht. Und hier mit dem Schifferklavier nebendran? Ja, gut, Schiff und Schifferklavier. Also das wäre doch ein Ensemble. Also ich würde sagen, dafür räumen wir auf. Meine Jungs, meine Mädels, rein, aufräumen. Ach, guck mal hier. Mit wem wollen Sie denn noch telefonieren heute? Ich rufe jetzt mal die Birgit an. Ich glaube, wir schaffen es heute. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Wir haben einen tollen Schatz. Weg damit! Ja, und die Klarschiff-Abnahme, die übernimmt jetzt Frau Görling. Und, was sagen Sie? Ich bin sprachlos. Kompliment, meine Herren. Das habe ich in 25 Jahren nicht geschafft. Ja. Also für unseren Schatz haben wir heute im wahrsten Sinne des Wortes gerne, klar? Schiff gemacht!
Ja, mittlerweile ist die Hamburg auch hier eingelaufen und der Erbauer Albert Görgen sitzt neben mir. Ein tolles Stück. Wie lange haben Sie dran gebaut? Ja, dieses Boot habe ich in Mitte der 70er Jahre gebaut. Ich schätze mal heute um die 300 Stunden, die ich gebraucht habe. Kein Bausatz? Nein, das ist kein Bausatz. Das wurde rein nach dem Bauplan gebaut. Und daneben auch noch das Ensemble komplettiert durch ein echtes Schifferklavier, was bestimmt auch auf der Hamburg schon gespielt hat. Fast, ja. Ja gut, das Schifferklavier habe ich mir vor einiger Zeit mal gekauft. Da wollte ich wirklich mal Schifferklavier probieren. Heute spiele ich Tuba im Musikverein. Aber jetzt sagen Sie uns noch ganz kurz, wie weh hat es Ihnen getan, als wir Ihre eigene Ordnung in Ihrer Werkstatt aufgeräumt haben? Ja, zuerst war ich skeptisch gewesen, dachte ich, oh Gott, das geht nicht gut hier. Aber jetzt bin ich wirklich froh, dass gemacht wurde und das habt ihr wirklich toll gemacht. Und am meisten froh ist Ihre Frau. Vielen Dank, Albert Görgen, an dieser Stelle. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, welchen Schatz hat sich eigentlich meine Kollegin Birgit Steinbusch geangelt? Also es ist auf jeden Fall kein kleiner Fisch, es ist auch kein leichter Fisch. Und ihn zu bekommen, der Weg dahin war hart und da habe ich mir auch einige Abfuhren eingehandelt. Ein Schatz hätte ich, wenn Sie ihn haben wollen. Eine alte Nähmaschine. Können wir uns die mal angucken? Ja. Aber Sie müssten auch was zu tun haben für uns. Alles leergeräumt. Ja. Sie haben unseren Job gemacht, ja? Ja.